Es ist ein unvorstellbares Drama, das sich gestern in England abgespielt hat. Ein 11-jähriges Mädchen stirbt bei einem Unfall in einem Freizeitpark. Warum deshalb heute sogar Attraktionen in deutschen Parks stillgelegt wurden, wir haben die ganze Geschichte. Die wichtigsten Meldungen aus aller Welt haben wir jetzt für Sie zusammengefasst im TAF-Tag. Den wohl peinlichsten Ausbruchversuch aus einem Gefängnis haben wir gleich für Sie. Jetzt verraten wir Ihnen aber erstmal, wie Sie Ihr Smartphone am besten vor kaputten Displays und Wasser schützen können. Wir haben nämlich angeblich unkaputtbare Schutzhüllen getestet. Aber halten die, was Sie versprechen? Ja, weiter geht's bei uns mit der wohl extravagantesten Familie Amerikas. Mama Miesha, Papa Rich und ihre beiden Söhne schwimmen im Geld und zeigen das auch gerne, obwohl sie in einem der ärmsten Viertel Atlantas aufgewachsen sind. Vom Ghetto in die High Society, hier kommt die beeindruckende Geschichte. Muss Paris Hiltons Bruder ins Gefängnis, was sich das schwarze Schaf der Familie jetzt schon wieder geleistet hat? Hier ist der Tough Klatsch. Wir kommen nun zum lustigsten Knastausbruch, den die Wärter in einem der gefürchtetsten Gefängnisse Südamerikas jemals gesehen haben. Don Chico, Chef einer brutalen Bande, wollte türmen. Doch der Supergangster hat irgendwie das falsche Kostüm erwischt. Wie aus Don Chico eine Chica wurde, hier sind die peinlichen Bilder. Und so geht's bei uns weiter. Diese Themen haben wir gleich für Sie. Ja, am Sonntag ist ja wieder Muttertag und wer noch nicht dran gedacht hat, den kann dieser Preis hier auf jeden Fall retten. Bei uns gibt's eine Kette und ein Armband. Anrufen unter 01379446000. Kennwort lautet Mama. Oder Sie schicken eine SMS mit Mama an 3x4 3x1. Wir drücken Ihnen ganz, ganz fest die Daumen. Und zusätzlich erhält jeder Teilnehmer, der eine SMS schickt, einen Blumengutschein in Höhe von 5 Euro auf sein Handy geschickt. Also nichts wie los, ich drück die Daumen. Bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück bei TAF und wir kommen jetzt zum jüngsten Partyveranstalter Deutschlands. Can ist gerade mal 18 Jahre alt, wohnt noch zu Hause bei Mami und Papi und trotzdem verdient er, aufgepasst, 50.000 Euro im Monat mit Partys. Wie er das geschafft hat, hier sind unsere Young Professionals, die jüngsten Chefs Deutschlands. Ja, am Sonntag ist wieder Muttertag und wer noch nicht dran gedacht hat, den kann dieser Preis hier auf jeden Fall retten. Bei uns gibt's was zu gewinnen und zwar eine Kette unter 01379446000. Kennwort lautet diesmal Mama oder Sie schicken eine SMS mit Mama an 3x4 3x1. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fest die Daumen und zusätzlich erhält jeder Teilnehmer, der eine SMS schickt, einen Blumengutschein in Höhe von 5 Euro. Also nix wie los, viel Glück und bis gleich. Ja, wir sind wieder zurück bei TAF und jetzt wird es bei uns ein bisschen tabulos und vor allem lustig. In unserer TAF-Secret-Box erzählen uns die Deutschen von ihren geheimsten One-Night-Stands. Aber wenn man diese Stories hört, fragt man sich eigentlich nur noch, wie kommt man aus so einer Nummer so schnell wieder raus? Ist ja sehr mutig, dass Sie da alle reingehen und von Ihren One-Night-Stands erzählen. Ich bin froh, dass hier jetzt keine TAF-Secret-Box steht, weil ich sag zu dem Thema einfach mal lieber nix. So, wir sind schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt eine Runde zum Sport und besorge noch ein Muttertagsgeschenk. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Und ja, ich wünsche euch einen tollen Abend. Genießt die Zeit und ich freue mich schon riesig auf morgen. Also, tschüss.